Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. In der letzten Folge haben wir die Decke eingezimmert. Wir haben ein bisschen noch am äußersten Ring gearbeitet. Heute kommt das Dach drauf, aber erstmal springen wir in unsere kleine verrückte Minecraft-Welt hinein. Dann steht der schön gemütlich hier auf seinem Scaffy Tower, schönen Sonnenaufgang im Nacken. Oh, schon ein bisschen fortgeschritten, ist aber egal. Ich muss sagen, das gefällt mir. Hier stehen zwei Birken, da müssen wir später mal gucken, wie wir das dann hier alles noch schön machen mit Bäumchen. Doch, das könnte was werden. Wir müssen jetzt mal gucken, inwiefern wir hier jetzt hier was machen können, und zwar das Dach drauf zu zimmern. Ich glaube, wir werden das in Birke machen. Das bedeutet, wir müssen hier wieder das Spiel von vorne anfangen, ne? Wieder viel Birke pflanzen, weil wir haben nicht genug Birke, weil das war ja nur für zu gucken, ne? Und das gut wird. Das wird aber richtig gut, das gefällt mir soweit. Man könnte sogar noch überlegen, also die Pferde hätte ich auf jeden Fall gern hier im Stall später. Das reicht von der Höhe aus. Vielleicht müssen wir hier so ein kleines Gatter auch machen und dann machen wir hier einen Durchgang, dass das Fenster hier sozusagen verschwindet, dass das so ein kleineres Scheunentor ist. Und dann machen wir hier die Schweinchen hin oder so. Müssen wir gucken, ne? Also ich weiß auch nicht, ob wir alle Tiere hier reinbringen. Müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir hier hinten dran noch irgendwie was machen. Ich weiß, hier ist so ein bisschen abschüssig, aber es wäre schon cool, hier noch was zu machen. Oder wir tragen hier diesen Felsen da ein bisschen ab und machen auf dieser Ebene noch irgendwas. Ah, das gucken wir, wenn wir soweit sind. Wir sollten uns erstmal drum kümmern, hier unser Dach auszubauen. Natürlich, es fehlen Akzente überall links und rechts. Hier müssen wir auch im Endeffekt eine zweite Mauer vorne dran noch ziehen, damit das noch ein bisschen schöner aussieht, so wir Tiefe da reinkriegen, weil das ist jetzt nur plain eine Wand. Ist ein bisschen wenig, ne? Ist klar, aber es ist nicht so einfach immer, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall mal Slabs und Stufen und alles Mögliche. Ich sollte mir mal einfach die Sachen hier in die Kiste legen, die ich nicht brauche. Ich wollte ja hier mit dem Bruch Tiefenschiefer was bauen, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das jetzt das Optimale sein sollte. Also, ja, so viel Seeds hier drin, ne? Sollte ich die Sachen nochmal wieder wegtragen. Aber auch das, nicht jetzt, nicht jetzt. Wir müssen mal gucken. Hier haben wir schon ein bisschen was. Die Blätter, die bräuchten wir gerade nicht. Ich will auch ein paar Stämme noch so behalten. Ach, es gibt so viel zu tun. Lassen wir es sein. Komm, wir pflanzen hier unsere Bäume mal einfach vorübergehend wieder hier hin. Moment, ist mir vielleicht ein Tickchen zu laut. So, ich das ein bisschen besser. Super. Pflanzen wir hier wieder alles an. Kennt ihr ja schon das Spiel. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht hier. Und da gucken wir mal, wie viele Bäume hier dabei rumkommen. Also bei der Menge glaube ich sowieso, dass es hier gleich explodieren wird wieder an Bäume. Ja, pflanz ruhig mehr. Noch ein bisschen mehr. Guck mal, hier ist noch ein Loch. Da ist noch ein Loch. So. Und das hier waren jetzt 28 Bäume. So viel zu dem Thema. Seht ihr mal, wie schnell das immer geht. Wir haben keine Axt mehr. Das heißt, ich muss tatsächlich mal zurücklaufen. Dann machen wir das, weil ohne Axt finde ich das ein bisschen blöd. Dann gehen wir nochmal in die Kiste, dann räumen wir hier wieder ein bisschen was aus. Ich möchte gerne die Seeds hauptsächlich mitnehmen, weil die brauche ich zurzeit nicht. Ich kriege die nicht alle rein, ist aber nicht schlimm. Dann du wieder zurück, du hoch, dich brauche ich hier in der Kiste höchstwahrscheinlich. So auch höchstwahrscheinlich nicht mehr, weil habe ich ja schon den Lapis und das hier soll ich noch mitnehmen, weil das hat ja hier wirklich gar nichts verloren. So, dann rennen wir mal zurück. Wir haben ja Zeit, ist ja eine LP. Die Kiste scheint bei euch sehr gut angekommen zu sein, das freut mich sehr. Ich war mal da irgendwie nicht so sicher. Ich habe ja so immer hin und her und keine Ahnung was. Aber jetzt bin ich bestätigt, sie ist cool. Manche meinen noch, der Knopf wäre ein bisschen groß. Ich finde, er passt. Er passt tatsächlich. Aber das ist reine Geschmackssache. Ne? Man könnte jetzt die Seiten noch wegnehmen oder irgendwie anders bauen. Das ist okay. Das kann man dann machen, wie man will. Aber es geht um das Gesamtkonzept. Und ich bin da zufrieden damit. Ne? Ist ja klar. Das ist ja das Einzige, was unterm Strich erzählt, dass es mir gefällt. Weil ich baue es ja und wäre ja halt schade, wenn es mir nicht gefallen würde. Ne? Ist ja klar. Wenn ihr das nachbauen wollt, baut es einfach um nach Lust und Laune. Lasst ja gerne immer mit mir quatschen. Wenn irgendwas nicht so richtig hundertprozentig geil ist, dann ja, aber das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Das möchte ich auch gerne so lassen. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt bauen wir sie vielleicht auch ein bisschen um. Wer weiß, man weiß ja nie so, was alles kommt im Leben, ne? Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Okay, was habe ich jetzt alles dabei? Ich wollte mir eine Axt machen, ne? Sollte ich mal vielleicht mal gucken, ob ich mir hier vielleicht mit Emeralds bei den Kollegen hier... Wo ist denn der? Einer von euch ist es doch. Bist du es? Nee, bist du es? Yep. Vielleicht, was hast du denn? Eine FW2. Ja, das kann man doch machen. Für 26, die kaufe ich mir. Super, wir danken für Speis und Trank. Und nicken, ja, danke, tschüss. So, das war es dann schon, ne? Hätten wir das schon mal gemacht. So, mal einer sagen, wir wären nicht höflich hier. Wir haben Hallo und Danke gesagt. Oh, nee, den Hallo haben wir vergessen. Wir haben nur Danke gesagt. Ja, also ich bin nur halb höflich, Leute, ne? Ich heiße halb höflich, aber lieber halb wie gar nichts. Gar nichts, so wie man so sagt, ne? So, das Häuschen, ja...
es ist ein ganz anderer Stil. Also das ist richtig, aber das soll auch hier so ein bisschen das Ding sein. Ich möchte auch gerne die Stile ein bisschen ändern. Hier hinten da, wo das Dorf hinkommt. Das, ich glaube, das machen wir so im Medieval-Style, ne? So mittelalterlich, der Dschungel. Ja, das ist klar, was da kommt, ne? Also für mich ist das klar. Das möchte ich aber jetzt noch nicht verraten, ne? Das ist so geheim, es ist spacey. Guck mal hier, die Äste sind schon gewachsen. Guck mal, mit FI2 geht das hier ratzfatz. Die erste Dia-Axt, die wir haben, das finde ich gut. Und da bist du schon meins, 1, 2, 3, meins. So sieht's aus. Hier sind wir bei, ne? Du kennst ja die kleine Anzeige da, ne? Machen ja keine Werbung hier für irgendjemand, wo wir das nicht wollen, ne? Nee, das geht nicht. Auch wenn wir hier handwerklich in Minecraft unterwegs sind. Nee. Kommt nicht in Frage. So, die hätten wir mal schon mal gut in der Tasche. Das sollte ich aber jetzt mal, jetzt trotzdem mal so langsam überlegen, wie wir das Dach jetzt ausbauen. Es wäre halt schön, wenn du dir noch ein paar Dinger machen würdest. Komm, mach die mal so alle. Ja, mach sie alle. Da hast du gut gemacht. Stufe brauche ich sehr viel. Ja, brauche ich noch ein paar mehr Stufen. Ich brauche definitiv noch ein paar. Hallo? Das machst du. Mach das richtig. Und dann kommst du dahin. Dahin. Danke. Und den letzten auch dahin. Dann hätten wir nochmal 6 Stück. Da müssen wir genug Stufen davon haben. Jetzt ist natürlich so, dass der äußerste Ring, den würde ich aber gerne noch sichtbar lassen. Ne? Dann hier den Skeffy Tower noch nach oben. Super. Okay. Dann möchte ich aber hier auf den hier. Weil hier fängt das Dach schon an. Hier geht's schon rüber. Dann denkt man sich, ja, aber du wolltest noch eine zweite Etage drauf bauen. Ja, das ist richtig. Aber es wird so der Dachboden, ne? Der ist nicht komplett nutzbar. Der ist nur teils nutzbar. Deswegen setzen wir hier noch einen kompletten Ring drumrum, damit das vorne ein bisschen so aussieht, als könnten wir das da noch so ausbauen nach vorne. Seht aber gleich, was ich das meine. Ich bin manchmal, ich weiß, meine Erklärungsrunden, die sind nicht immer die tollsten. Aber das Ergebnis ist zählt, ne? Das Visuelle, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das passt schon, ne? Komm, mach mal schön gemütlich hier. Also ein bisschen schneller kann es schon gehen, weil so viel Zeit habe ich dann trotzdem nicht, ne? Also, mein Freund. Muss man mal gucken. Ich hoffe, das passt hier, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Also, das ist ja auch immer so eine Sache. Man ist sich da nicht hundertprozentig immer einig, ob das dann so zusammenpasst. Aber ich denke mal, so mit Birkendecke passt ein Birkendach auch sehr gut drauf. Weil wir können ja nichts irgendwie in Stufen oder sonstiges machen. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Und weil ich auch keine Stufen kriege aus den weißen Treppen, finde ich das halt ein bisschen... Den weißen Treppen? Ich kriege keine Stufen aus den weißen Treppen. Hört euch mal diesen Satz an, der macht gar keinen Sinn. Ich wollte sagen, aus den weißen Blöcken kriege ich ja keine Stufen oder Treppen. Also müssen wir hier ein bisschen improvisieren. Die wachsen so schnell, das ist ja anormal. Was ist denn los hier in der Welt? Wer cheatet hier in meiner Welt? Okay, das ist ja der umlaufende Ring. Das ist das erste Modul des Daches schon sozusagen. Das ist halt wichtig. So, da gucken wir mal, dass wir die Kuppel irgendwie zukriegen. Das wird so interessant, die zu schließen, ne? Weil die wird ja rund. Also ich würde hier eine Bubbel und da eine Bubbel. Ja, ich würde 2 Bubbles machen, ne? Machst du 2 Bubbles. 2 Bubbles sind immer gut. Wenn sich denkt, was ist eine Bubbel? Eine Bubbel ist eine Kugel. Eine Kugel. Also, hier müsst ihr erstmal noch außen die machen. Weil ohne die läuft hier gar nichts, ne? Ohne Moos nichts los, wie man das ja so schön sagt. So, dann hätten wir schon mal einen Überstand. Da sind wir schon aus dem Einsteiger klassischen Haus, was keinen Überstand hat, raus, ne? Jetzt sind wir schon so im dezenten Advance-Bereich, ne? Nicht Advent, sondern Advance. Und Advance. So sieht das aus. Zum Profi werden wir... Also ich dachte gerade, irgendwas buggt doch hier rum. Der Shader, glaube ich, spinnt gerade eine Runde. Ist aber nicht schlimm. Ich gehe mal davon aus, jetzt werden wir hier mehrere Folge hier bestimmt dieses Dach hier bauen, weil das geht halt nicht ratzfatz. Wir machen ja kein gecuttetes Let's Play, sondern wir machen das Let's Play hier à la Chillout, ne? Das ist ja klar. Da müssen wir hier ein bisschen alles ruhig machen, ruhig angehen lassen. Das ist halt sehr wichtig, weil sonst kriegen wir hier ein Problem. So, du musst die erste auch noch da setzen, sonst geht das nicht. Und die hast du ja schön verbaut. Direkt mal Verschnitt auf der Baustelle. Da freuen sie sich drüber. Ich würde der Handwerker Chef sagen, ist egal, der Kunde zahlt, ne? Das soll nur nicht so oft passieren. Ich denke dann, ne, das soll nicht so sein. Das ist auch komplett falsch. Jetzt konzentrier dich mal 2 Sekunden. 2 Sekunden. Du hast noch 2 zu setzen, dann hast du eh keine mehr. Doch, er hat noch welche. Zum Glück. Zum Glück. Wir sollten noch schlafen gehen, aber das Bett haben wir ja vor der Tür stehen, ne? Wir sind ja hier keine normale. Hoppala, das war aber, das hast du toll gemacht. Wir sind ja, sag ich mal, wir sind da nicht auf ein Gebäude festgelegt, ne? Wir sind halt ein bisschen so, ja, die Nomaden, sag ich mal, ne? Wir reisen ja auch gerne rum. Das ist halt wichtig für uns. Und hier müsste im Endeffekt noch hier eine hin. Sonst kriegen wir da ein Problem. Du raus. Und dann müssen wir mal gucken. Und hier müsste theoretischerweise auch noch eine drauf. Aber dann versetze ich die
Das wird schwierig. Da gucke ich mir dann gleich an. Ich setze die einfach jetzt auch mal dahin. Ist das scheißegal. Mach das einfach jetzt mal wieder. Sorry, Junge. Jetzt, du kannst nachher noch philosophieren über deine Probleme, ob die Planke jetzt zu hoch steht oder zu tief steht oder was auch immer. Hör mal, erstmal musst du mal gucken, dass du hier mal was hinkriegst, ne? So, pass mal auf hier. So, noch drei Stück, noch zwei, noch eine, super. Dann sollen wir uns mal ein paar Fackel hier hinsetzen, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ist ja klar, ne? Das braucht man ja, ne? So auf Sicht gehen wäre schon nicht schlecht. Und vor allem, wir wollen ja hier auch keine Spawnrate haben, ne? Da passt noch eine gut hin, hier passt noch eine gut hin, hier. Super, das hier reicht doch schon aus. Und eine hier hin aus Sicherheit, da passiert aber hundertprozentig nichts. Das wird cool. Das wird cool. So, jetzt haben wir schon zwei hoch, aber das ist das Dach halt, ne? Ist ja klar. Haben wir ja so uns entschieden dazu. So, kannst du mal bitte die richtige Taste drücken, um schnell zu laufen? Schnell mal gucken, kein Creeper, nichts in der Gegend. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Schön im Bett am Legen. Boom. Ist alles weg. Alles weg. Da habe ich keine Lust drauf. Nee. Da können wir schon wieder ein paar Bäume fällen. Das ist super. Wo ist er? Komm, kriegst du mit der Axt. Boom. Super, mit der FI2 auf die Kopf, mein Freund. So sieht das aus hier. Ne, ich muss sagen, dass euch die Kiste so gefällt, das freut mich sehr. Was ihr über das Haus denkt, das weiß ich ja noch nicht, ne? Ich habe jetzt nur noch Zeitpunkt dieser Aufnahme, ne? Nicht, wenn ihr sie seht, dann bin ich ja eh schon in Urlaub. Da habe ich noch genau 6 Folgen aufzunehmen und dann habe ich tatsächlich mal 2 Wochen Pause. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann wieder da bin, wie sich das dann wieder so anfühlt, nach 2 Wochen gar nicht mehr Minecraft gezockt zu haben. Das wird bestimmt... Oh, mein Gott. Warum despawnst du nicht? Er macht irgendwas. Habe ich schon irgendwelche Seeds bekommen? Er hat schon 3 The Rich Kid hier. Ich habe das Lapis vergessen auszulegen, ne? Also rauszulegen, auszulegen. Du bist auch ausgelegt, wenn der Tag lang ist. Ah, guck mal, da ist noch ein Cleaner. Ja, mein Freund, kommen Sie mal hier. Oh, guck mal hier. Du musst die Bäume auch komplett wegmachen, ne? Konzentriere dich auf eine Sache, nicht auf mehrere. Nee. So geht das nicht. Also, ich habe mir sogar jetzt, währenddem ich quatschen, überlegt, wie ich das jetzt am besten weitermache. Ich werde erstmal alles zu Dinger verarbeiten. Dann machen wir Stufen draus. Vor allem mit 6 kriegst du super viele davon. Machen wir ein bisschen mehr. Und für später, guck mal mit den Birkenstämmen, wie wir die wo einarbeiten. Ich glaube, das ist das Klügste, was ich machen kann. Da, super. Okay, dann habe ich jetzt keine Birkenstämme mehr, aber das ist aber egal. So können wir arbeiten, ne? Okay, super. Den Anfang hetzte jetzt. Vielleicht müssten wir hier noch ein bisschen weiter runter, weil das hier beispielsweise, ich finde es halt schön, wenn so, den kannst du nicht setzen, ne? Doch, kannst du. So, vielleicht jeden zweiten irgendwie, ne? So was da drauf ist. Dann hängt das noch so ein bisschen nach unten. Das hier war jetzt super, Baum, dass du gewachsen bist. Also erstmal für die Ressource. Aber zweitens war es nicht gut, ne? Das ist die Ironie dahinter. Weil ich möchte gerne hier jetzt das da bauen, Junge, ne? Du kannst mich doch nicht hier so ärgern, ne? Also ich verstehe zwar, dass du auch gern wachsen willst und du bist ja nur gewachsen, für mich hier zu helfen, aber muss das dann tatsächlich hier sein? Also mal ganz im Ernst, was soll denn das hier? Ich mach das doch nicht sauber, dass du das hier alles wieder schmutzig machst, du blöder Baum. Nein, die Bäume sind cool. Die sind cool. Also, Bäume sind wirklich cool, ne? So, mach das da hin! Nee. Also, Junge, hör mal, das wird so nichts. Also, wenn du da bist, dann musst du definitiv hier noch einen hinkriegen. Und oben müssen wir den einen noch da drauflegen. Dann wird das was. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, ich glaube, das da hat schon zu viel Medieval-Style, ne? Das will ich halt nicht hier machen, ne? Das, müssen wir mal gucken. Moment, hier wäre die dann. Die. Ja, das passt aber. Das passt. Wir gucken einfach mal. Wir entwickeln das währenddessen. Ich will nur ein rundes Dach kriegen. Das ist alles, was mich unterm Strich interessiert. Aber es muss ja aber so gemacht... Oh ja, das hier ist zu hoch jetzt, ne? Skeffy Tower. Wir brauchen Skeffy Tower. Komm, bau mal hin. Bau mal hin in die Fritte hier. So. Da und da, super. Mal gucken. Also, es kann auch sein, dass ich das wieder komplett entferne, weil es mir im Endeffekt gar nicht so richtig gefällt. Also, ich finde es schön von der Aufmache, ne? Also, das möchte ich gerne mal sagen. Aber ich weiß halt nicht, ob das hier reinpasst. Wisst ihr, was ich meine? Das wisst ihr, ne? Das wisst ihr alle. Das ist super soweit. Ich überlege noch mal kurz und dann machen wir weiter. So, nach reichlicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen. Wir lassen es so. Das wird schon irgendwie gehen. Dann machen wir das hier drumherum weiter, ne? Weil was gemacht ist, ist gemacht. So sagt man das doch, ne? Und wenn nicht, es ist so. Glaubt mir, Leute, wenn ihr Aufgaben dort liegen habt, macht sie. Wenn sie erledigt seid, sind sie euch ziemlich egal. So mache ich das immer, ne? Auch wenn ich es nicht gerne mache, dann machst du trotzdem.
aber da sind sie gemacht, ne? Dann stören sie nicht mehr, sie nerven nicht mehr, sie sind aus dem Weg geräumt und man kann die Zeit für wichtigere Sache verwenden, statt immer zu sagen, hey, jetzt muss ich doch den Blödsinn da machen. Aber so ist das im Leben, so ist das im Leben, ne? Man lässt gerne immer die Sachen liegen. Ja, man lässt die Sachen leben, die man nicht mag. Ja, das ist richtig. Die lässt man leben, vorleben. Ja, ja, komm, jetzt hör auf mit dem Blödsinn, sonst verlierst du vielleicht wieder die ganze deutsche Sprache hier. Das geht so nicht. Okay, guck mal hier. Wir sind im Advanced-Modus, haben wir ja gesagt, sind wir gerade zur Zeit, ne? Kannst du das bitte da hochscaffen? Danke. Ich hätte auch den Tower einfach seitlich ausbauen können, statt ihn abzubauen, ne? Aber ihr wisst ja, wie ich bin. Ihr wisst das ja. Guck mal, man hätte einfach so machen können. Thema einfach, ne? Statt, dass ich ihn immer wieder neu baue. Aber ist okay. Ist okay, ne? Wir verzeihen ihm. Er kann nichts dafür. Er ist halt so, ne? Er ist halt so ein spezieller Vogel, ne? Also, mit den Exoten muss man aufpassen, wie man immer so schön sagt, ne? Also... Das wird schwierig, ne? Guck mal hier. Er hat's verstanden. Er hat seine zwei Gehirnzellen eingeschaltet. Das hier wird aber auch nicht so toll, mein Freund, ne? Wichtig ist, dass wir hier die Ecke kriegen. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Was? Ey, jetzt liegt hier komplett in die Wasser. Wir lassen die Skeffis mal stehen, die brauchen wir nicht. Er musste gerade sich eine Runde baden, ne? Das ist normal. Ich wusste nicht mal, dass hier ein Tümpel ist, aber er war gerade schmutzig, ne? Man muss sich dann auch mal waschen zwischendurch. Nachher kriegt man immer gesagt, man würde stinken, obwohl man sich selbst ja kaum riecht, ne? Aber genau das ist ja das Problem, ne? So sieht's aus, Leute. Was ist los hier? Da stimmt nur ein Baum, der gewachsen ist. Hast du... Nee, das ist alles in deinem Kopf, Junge. Es ist nur in deinem Kopf. Lass die Minecraft-Welt... Willy, was ist denn hier los? Schon wieder hier in diese Höhle gefallen. Aber das ist geil. Da könnte man tatsächlich so eine Trinkstelle für die Tiere machen. Oder noch geiler, wir machen hier auf und lassen... unterm Haus durch so einen kleinen Wasserfall runterlaufen, der hier in diesen Teich mündet. Ich wollte Bach sagen, Bachlauf, aber das ist ja ein Teich. In diesen Teich mündet. Das würde ich schön finden. Das hier, dass die Quelle oben ist. Lecker Schmecker. Doch, das wird gut dazu passen. Weil da hätten wir sogar eine Verbindung nach unten. Da können wir dort noch irgendwas anderes machen. So, du warst gerade hier dran, ne? Du musst vielleicht auch bei der Sache bleiben, Junge. Ne? Also, es wäre nicht schlecht, wenn es da einfach mal das machen... Okay, jetzt reicht es langsam. Jetzt reicht es langsam. Du kannst doch nicht so blöd sein und nicht auf diesem blöden Block bleiben. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, es tut mir leid. Er hat sich gerade, er musste sich gerade ausleben. Ne? Er vor allem, ne? Ich liebe das, ne? In der dritte Person, ne? Der andere da, ne? Der andere, ja. So, haben wir es jetzt? Ja, passt. Okay, dann bin ich somit zufrieden, weil das wollte ich nämlich rausfinden, ob das wirklich jetzt drumherum passt. Sollte ja normalerweise. Aber manchmal geht es trotzdem nicht auf. Ja, jetzt denkt ihr, wie kann das sein? Das kann tatsächlich sein, aber das ist zu kompliziert. Wir wollen ja hier keine Wissenschaft draus machen. Wir wollen Minecraft zocken, ne? Und einfach nichts machen. Was soll das hier? Wer hat schon hier wieder Fusch am Bau gemacht? Das kann nicht sein. Einmal mit Profis, Leute, sag ich. Einmal mit Profis. Vor allem, ich sag das immer, das Problem ist, ich bin das Problem, ne? Und da kannst du so oft mit Profis arbeiten, wie du willst. Du wirst immer was zu meckern haben, Junge. Es geht halt nicht. So, nimm dir mal eine Erde raus, nun mal hoch und dann bauen wir da mal das Fundament richtig zu. Das kann ja nicht wahr sein. Man müsste theoretischerweise hier drunter einen Stein setzen. Ich glaube, das würde von der Optik ein bisschen besser sein. Aber ja, wir gucken mal. Guck mal, hier kannst du auch noch zubauen, bevor du wieder unten liegst und da auch noch zubauen. Super. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Dann hätten wir den Anfang des Daches schon gemacht. Das ist ja mal Wahnsinn, ne? Guck mal, was der schon hier gebaut hat. Was für eine Dachform, ne? Natürlich ist mir klar, wenn wir das jetzt im Schnelldurchlauf machen würden oder irgendwie, ich würde das cutten, dann würde ich eine halbe Stunde hier sitzen, für das zu bauen und das wäre für euch dann in 5 Sekunden. Ich weiß, viele mögen das, dass es schnell vorwärts geht, aber ich finde, das ist beim Let's Play ist das nicht so, ne? Das ist so, wenn ich ein Bild mache oder so, dann würde ich euch den auch eher im Schnelldurchlauf zeigen, wie dass ich dann, damit ich nicht so viel Zeit verliere, weil ich weiß nicht, wer guckt sich ein Bild von einer halben Stunde an, wie man, oder von 2 Stunden besser gesagt, wie man hier so eine Scheune baut. Also, ich glaube keiner, ne? Aber im Let's Play, finde ich, macht das Sinn, ne? Das ist also. Oh, da sind so die Saplings. Ich brauche die, ich will die, 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 ich will die, ich will die, ich brauche die. Okay, du wärst der Krieger, mein Freund, du wärst der King. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Zombie sitzt. Der sitzt in unserer unterirdischen Grotte da, ne? Ja, 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 da kann ich mir vorstellen, dass der da drin sitzt. Sollen wir mal gucken gehen? Der sitzt bestimmt hier unten drunter. Hier. Da. Oder? Oh, das ist schon zu weit weg. Ich glaube nicht, dass er hier drin sitzt. Nee, sitzt er nicht. Hast du wieder gedacht, aber nicht gewusst, ne? Wer denkt, der nichts weiß. Ganz im Ernst, ne?
kann man nie vertrauen. Jemand, der denkt, nee, könnt ihr vergessen. Wissen ist Macht, Leute. Wissen ist Macht. So sieht's aus. Oh, heute hast du aber wirklich eine interessante Art, ne? Ja, heute ist mein drittes Ich zum Vorschein gekommen. Das ist die Urlaubsreife, wisst ihr? Leute, die greift halt so um sich und die lässt das Delirium noch schlimmer werden. Also das hier ist cool. Also ich kann es nur sagen, mir gefällt es. Ich weiß, ich bin am Dach dran, aber manchmal muss man noch andere Sachen machen, Leute, ne? Man muss auch mal andere Sachen zwischendurch machen. Wie einfach nur ein paar Bäume fällen. Du solltest im Endeffekt die Skeffis runternehmen. Das scheinst du nicht da hinzukriegen in deinem Kopf, ne? Nee, das ist einfach zu viel verlangt bei dir. Aber okay, er kann halt nichts dafür. Es ist halt so, ne? Wir helfen ihm ja zwischendurch, aber ihr wisst ja, das wird nichts. Zuerst guck mal, ich glaube, du müsstest die hier sein, ne? Aber das wird aber schon ein richtig krasser Kasten, muss ich aber sagen hier, ne? Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst hier. Aber das passt, das geht. Zwei glatt, zwei drauf, okay. Und hier fehlt noch eine. Hier kannst du das Skeffi setzen. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich in Folge 8 oder 9, was gleich aus der 8, dass ich mich dazu entschlossen habe, loszuziehen, für die Bambusse zu finden. Das finde ich schön. So, bist du noch da? Das ist richtig so, ne? Ja, das passt. Also, die Wölbung geht so. Dann müsste man mal gucken. Wenn hier der Anfang ist, dann würde ich hier gerne mal Treppe. Und dann hier... Moment. Ich brauche jetzt alles viel hier draußen, ne? Von den ganzen Dings. Block. Und dann Treppe. Boom. Könnte schon zu hoch sein, ne? Wir gucken mal. Machen wir hier. Block. Boah, Skeffi. Also ich will mal gucken, dass die Skeffis tatsächlich immer dauerhaft draußen haben, weil das funktioniert so nicht. Okay, dann hier mal hoch. So, dann brauche ich hier nochmal Block. Wo habe ich Block? Da habe ich den Block. Du willst einen Block und du setzt ihn an eine Treppe. Was ist denn falsch hier bei dir, Junge? Mach's einfach von hier, so wie es das gewohnt bist und dann da. Okay, das muss jetzt mal von unten gucken. Ja, ich muss vor allem schlafen gehen. Was der sich kaputt macht, immer mit dem Runterfallen, ne? Aber ist egal, wir können ja wieder was essen. Dann, ne? Wir müssen auch dafür gucken, dass unsere brutarische Ernährung ja auch weitergeht, ne? Also, machen wir ganz im Ernst. Guck mal, kann ich hier noch ein paar Saplings aufheben? Supi. Hier noch, bam, bam, bam. Dann isst immer wieder was, dass du wieder hochheilen kannst. Und dann wird das hier was. Ah, ich finde das schön. Das macht Spaß. Ich finde es schön. Ich habe mir mal überlegt, tatsächlich Builds zu machen. In Real Life. Also nicht in Real Life. Aber in Game Real Life Zeit. Also bedeutet, weil ich finde es immer schön, diese Videos. Kennt ihr die mit Starterhaus bauen? So, ne? Ich finde die Idee ja schön. Aber ich finde es teilweise diese Starter- oder Survival-Haus-Dinger. Aber ich finde es, die sind sehr schön. Die gefallen mir auch wirklich mega, mega gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist ja tatsächlich so. Aber was mir in diesen Modellen halt nicht gefällt, ist, es ist nicht realistisch. Weil... Du, je nachdem, in welchem Biom du startest, brauchst du mehrere Minecraft-Tage, für überhaupt das Material zu sammeln. Und ich finde, dann ist das Survival-Aspekt verloren. Und da war ich tatsächlich am Überlegen, da könnt ihr mal gerne mal Feedback in die Kommentare schreiben, weil ich habe es bis jetzt noch nirgendwo auf Minecraft gesehen, also auf Minecraft, auf YouTube gesehen. Es kann aber sein, dass ihr jemanden kennt, der das schon mal gemacht hat, weil ich bin der Meinung, es gibt heutzutage nichts, was es noch nicht gibt. Also, ne, nur weil man es glaubt, heißt es ja nicht, dass es nicht gibt. Und zwar habe ich mir überlegt, lass mal Builds machen, also so klassisch, wie man sie erkennt, mit schönen Schwenks und so. Das ist die eine Sache, aber auch in so Survival-Haus in 5 Tage bauen. Wie soll das aussehen? Und zwar, man fängt in Tag 1 an, ne, dass man einfach irgendwie guckt, in welchem Biom man gestartet ist. Und da muss man sich eine Survival-Base mit dem bauen, was drumherum ist. Das heißt, man baut sich tatsächlich erstmal, sag ich mal, einen Cobblestone-Block. Wie man das so macht, ne, damit man eine Höhle hat oder so. Und dann guckt man innerhalb von 5 Tagen aus diesem Material, die drumrum sind, das Haus auszubauen, dass du innerhalb von 5 Minecraft-Tage eine Survival-Base hast. Mit Ernährung und so. Aber nur das, was umliegend ist, ne? Vielleicht ein bisschen weitergehen, dass man noch Sand findet für Fenster und so. Ich würde das tatsächlich schön finden. Das da könnte was werden, Leute. Das ist schön. Da ist frei. Dann wieder rüber. Hier würde ich wieder eine... Ne, die Kuppel muss hier noch, die muss hier noch höher. Das ist falsch gebaut. Da habe ich falsch gebaut. Ist aber nicht schlimm. Ey, gehst du hoch? Ey, was ist los bei dir? Also, könnt ihr mal reinschreiben, ob der Bock auf sowas hat. Ich weiß, das ist jetzt einfach so hier mal gesprochen. Das kriegt vielleicht nicht jeder mit, der die Videos guckt. Weil ich einfach dann die das überspringen oder so. Aber kann man ja machen. Ich kann nicht. Ey, übrigens, ich habe Community-Post jetzt, Leute. Das ist mega geil. Ich kann euch jetzt schreiben. Finde ich geil, dass YouTube das endlich mal freigeschaltet hat. Doch, das ist besser. Das haben wir hier. Da sind 1, 2. Genau, 1, 2, 3, 4. Dann würde ich aber sagen, wir müssen noch ein bisschen weiter. Oh, das wird aber eine hohe Scheune, ne? Wir müssen aber auch langsam dann anfangen zu drehen. Ich würde aber hier noch
eine Reihe auf jeden Fall draufpappen, weil sonst kriegen wir hier nicht genug. So, und dann müsstest du noch den... Guck nach unten. So, den sein. Super. Ja, das ist gut. Ja, jetzt muss ich aber dann rüber. Jetzt musst du aber rüber, ne? Also, das geht jetzt nicht. Jetzt musst du aber trotzdem mal endlich mal in die andere Richtung. Ich sollte den auch nicht so nah, den Skeffy Tau immer so nah dran setzen. So, mach da mal ein bisschen hoch. Super. Ja, sieht am Schatten hier, rechte Seite. Seht ihr das? Baust du den noch hoch oder fällst du zusammen? Ach, der fällt dauernd zusammen. Das ist aber schade. Kann ich dich da draufsetzen? Ja, da kann ich ihn draufsetzen. Okay, super. Dann machst du den hier. Ich hätte gedacht, wir würden ihn rauskriegen. So, du weg und du wirst noch dran gebaut. Super. Du weg. Aha, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Es wäre jetzt schön, wenn wir hier den und dann fahren wir hier um die Kurve, ne? So, super. Und dann können wir hier noch ein. Ja, mach mal, mach mal. Müssen wir gucken. Kann doch sein, dass es schon zwei sein müssen. Muss einmal von hier gucken. So, ne, du musst runter, ne? Komm und spring. Tu dir wieder weh. Tu dir wieder weh, mein Freund. Tu dir wieder weh. Du bist ein Profi damit, ne? Kennst du ja so gut. So, mal gucken. Das sieht halt fürchterlich aus wie ein Skeffy Tower. Doch, das ist gut. So, die ist mir zu hoch. Ich merke gerade, die Wölbung ist zu hoch. Ich wollte die nicht zu hoch haben. Das heißt, dort, wo der Skeffy Tower ist, den müssen wir aufhören. Hier, den müssen wir aufhören. Das ist zu hoch schon. Weil das wird zu krass. Das wird eine überdimensionierte Scheune. Also das hier ist zu hoch. Das hier kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und ciao. Okay, du bist mal weg. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich würde hier sagen, da gehen wir hier mal so weiter. So. Und da kommt hier ein Slap drauf. Slappity, Slap, 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 Slap. So. Dann hätten wir hier so, dann läuft sie hier so aus. Wisst ihr, was ich meine? Dann wisst ihr, natürlich wisst ihr das. Dann würde ich hier noch einen setzen. Dann würde ich hier einen ganzen setzen. Und dann würde ich den... Würde ich hier noch einer setzen? Ich muss halt gucken, ne, dass das nicht zu hoch wird. So, und ich muss aber auch auf der anderen Seite muss ich die Mitte treffen. Ich muss noch zwei rüber, ne? Für dass ich überhaupt die Mitte habe. Ja, pass auf, da können wir hier... Muss das mal gleich von vorne gucken. Aber das ist alles nicht so einfach, ne? Und pass auf, wenn ich dann hier... Ich muss noch gucken, dass ich die Kurve hier kriege. Das wären noch zwei Stück. Pass mal auf, bau mal hier eins, zwei... Und hier müsste die Mitte sein, hier. Das heißt, hier, ab hier... Dürfen wir dann runtergehen, ne? So und so. Okay, das heißt, das hier muss noch bis auf die Höhe aufgebaut werden. Das ist aber ein bisschen blöd. Du? Ja, das ist mir zu hoch. 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 Das ist mir definitiv zu hoch. Dann, pass auf, dann mach den weg. Super. Den machst du weg. Und dann machst du hier einen Block. Block, genau. Und dann Treppe da. Und dann müsste es die andere Seite wieder runtergehen. Wir müssen gucken, ob das so funktioniert. Ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist einfach so wieder aus meinem Kopf entstanden. Wisst ihr ja, ne? Hier wird nichts geplant, nichts gemacht, sondern es wird einfach gebaut. Das ist auch das, was wir wollen. Es muss mehr gebaut werden hier. Steht ein Baum hier? Nein? Okay. Danke. So, gucke mal. Ein bisschen zurück. Haben wir das so machen können? Na, das ist ja immer so die Frage hier. Doch, doch, doch. Das ist schön. Das können wir so machen. Da können wir die andere Seite genauso runterfahren. Moment, wenn das aber hier der letzte Block ist, dürfte die Stufe nicht so stehen. Ah, nee, das ist, hier geht's ja schon wieder runter. Okay, cool. Cool, 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 cool. Okay, Leute, dann würde ich sagen, die Folge beendet an dieser Stelle. Wir müssen nächste Folge hier weiterbauen. Ist aber wichtig so, dass wir das machen, weil ich will nicht mehr überziehen. Hab ich hier gesagt, machen wir auch so. Ich hoffe, der Anfang des Daches gefällt euch. Wir gucken uns das mal ohne Dings hier an. Es sieht super aus, mir gefällt. Ich hoffe, euch auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dorthin. Macht's gut. Ciao mit V.